Das ist Alex. Alex steht vor einer Situation, die nicht alleine gelöst werden kann. Gemeinsam mit einer Kollegin und einem Kollegen sollen sie zu einem zeitlich sehr nahen Abgabetermin ein Projekt bearbeiten. Jetzt ist die Kollegin aber 10 Tage auf Dienstreise und der Kollege befindet sich im Homeoffice. Ein gemeinsames Treffen im Büro ist daher nicht möglich. Alex befürchtet, alles alleine machen zu müssen, braucht aber zum einen die zeitliche Unterstützung der beiden Personen und zum anderen die fachliche Expertise der Kollegin und des Kollegen, um ein qualitativ gutes Ergebnis abliefern zu können. Informationen per E-Mail sind nicht ausreichend. Alex sieht aktuell keine Lösung, wie das funktionieren kann. Wie kann diese Situation gelöst werden? Digitale kollaborative Tools könnten hier die Lösung des Problems sein. Zusammenarbeit wird als eine der zentralen Skills für Lernen im 21. Jahrhundert genannt. Der Begriff Kollaboration kommt aus dem Lateinischen und ist zusammengesetzt aus der Vorsilbe co für mit und laborare für arbeiten. Es bedeutet also, mit jemandem zu arbeiten. Es gilt hier eine klare Unterscheidung zum Begriff Kooperation zu machen, wie er in der Organisationsentwicklung verwendet wird. Bei Kooperationen arbeiten Personen oder Teams an unterschiedlichen Teilaufgaben des Endergebnisses. Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt dabei parallel. Die Aufgaben sind hierarchisch definiert und hängen von der Verantwortung einer Person oder eines Teams ab. Kooperationen könnten also auch mit dem Begriff Teamwork umschrieben werden. Bei der Kollaboration arbeiten Personen oder Teams parallel gemeinsam an einem Teil des Endergebnisses. Der Unterschied zur Kooperation ist, die Einzelperson oder das Team sind fortlaufend in die Produktion aller Endergebnisse involviert. Dadurch wird es möglich, gemeinsam etwas zu erreichen, was alleine nicht zu schaffen wäre. Durch den Einsatz von digitalen Tools lässt sich das kollaborative Arbeiten einer Gruppe auch über eine räumliche und zeitliche Distanz hinweg realisieren. Man hat also die Möglichkeit, mit einer weiteren Person oder einer Gruppe von Personen gemeinsam an einer Sache zu arbeiten, ohne zur selben Zeit im selben Raum zu sein. Die Lösung liegt also im kollaborativen Arbeiten mit Unterstützung digitaler Tools. Wir sollten dazu aber noch weiter ins Detail gehen. Dazu stellt sich folgende Frage. Welche Vorteile bringt Kollaboration eigentlich für ein Team im Rahmen der organisationalen Abläufe? Kollaboratives Arbeiten setzt einen flexibleren Rahmen, eine kollektive Verantwortung und gemeinsame Ziele voraus. Die Ziele sind die Förderung von Ideen zwischen allen beteiligten Personen sowie die Einbeziehung und Verantwortlichkeit aller am Projekt beteiligten Personen und die dadurch entstehende kreative Innovation. Die Vorteile sind vielfältig und lassen sich einfach erklären. Kollaboratives Arbeiten verbessert die Zusammenarbeit im gesamten Team. Die Stärken einzelner Personen werden besser genutzt, Schwächen werden gegenseitig ausgeglichen. Durch Kollaboration können qualitativ hochwertige Produkte entstehen, da mehrere Köpfe besser denken als nur einer. Es wird vielmehr die kollektive Intelligenz gefördert als Individualismus und Wettbewerb. Kollaboratives Arbeiten fördert den Austausch im Team und verbessert die Kommunikation, was sich meist in andere Bereiche überträgt. Dadurch können auch Prozesse schneller durchlaufen werden. Immer wieder kommt es im bisherigen Arbeitsprozess zu Zeitverschwendung und doppelter Arbeit. Oft sind Verantwortungen nicht klar und Teilaufgaben werden mehrfach oder gar nicht erledigt. Die verbesserte Kommunikation und die Transparenz verhindert Doppelgleisigkeiten. Dank der Zentralisierung der Informationen sparen die Teams Zeit bei der Ausführung. Man sieht sofort, wenn etwas bereits erledigt ist. Und nicht zuletzt sind die Teams bei Notsituationen und Problemen reaktionsfähiger, weil alle Personen einbezogen sind. Durch die Bündelung von Wissen und Fähigkeiten wird die Bewältigung bestimmter Situationen erleichtert. Diese gemeinsame Arbeit fördert die Flexibilität
und Agilität im Team. Kollaboratives Arbeiten bringt also viele Vorteile in der gemeinsamen Lösung von Herausforderungen. Dieser Ansatz erscheint aber aufgrund der zahlreichen Faktoren auch komplex in der Umsetzung. Wie kann Kollaboration im Team gut funktionieren? Und was genau braucht es dafür, damit Kollaboration gelingt? Beim kollaborativen Arbeiten muss man tatsächlich einige wichtige Dinge berücksichtigen. Zusammenarbeit kann nur dann stattfinden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die wichtigsten sind die regelmäßige Kommunikation, die kontinuierliche Begleitung des Fortschritts, die Erweiterung des Tätigkeitsbereichs der handelnden Personen sowie eventuell die Veränderung hierarchischer Barrieren, die Schaffung einer kollaborativen Arbeitsumgebung und speziell auf die Distanz gesehen die Nutzung geeigneter Werkzeuge. Einzelpersonen bleiben damit nicht mehr nur auf ihre Aufgaben fokussiert. Der Umfang des Handelns erweitert sich. Jede Person muss sich nun mit dem Rest des Teams abstimmen, um das vorgegebene gemeinsame Ziel zu erreichen. Was ist die Konsequenz daraus? Kollaborative Zusammenarbeit setzt eine ständige und konstruktive Kommunikation zwischen allen Beteiligten voraus. Die Mitarbeitenden müssen in der Lage sein, den Fortschritt der kollektiven Arbeit verfolgen zu können. Damit wissen sie, was bereits erreicht wurde und was noch zu tun bleibt. Die Zusammenarbeit kann dann gut funktionieren, wenn Fähigkeiten, Leistung und Relevanz der Einzelnen im Vordergrund stehen. Personen aus verschiedenen Bereichen sollten gleichberechtigt Ideen einreichen. Daraus entsteht kreative Innovation. Die handelnden Personen müssen sich in der Arbeit geschätzt fühlen, brauchen eine Bindung zum Team und entsprechendes Vertrauen. Dies erfordert eine teilweise Abflachung der hierarchischen Struktur. Hier verändert sich auch die Rolle der Leitung. Sie fördert die Zusammenarbeit, indem sie durch Beratung und Führung zur kollektiven Innovation anregt. Um die Zusammenarbeit zu fördern, müssen Arbeitsräume neu gedacht werden, sowohl real als auch virtuell. Um flexibel über eine räumliche und zeitliche Distanz hinweg arbeiten zu können, braucht es geeignete Werkzeuge. Diese kollaborativen Werkzeuge ermöglichen es, technologische Barrieren zu überwinden. Ein Team muss nicht gemeinsam im Büro sitzen, um kollaborativ arbeiten zu können. So ist es möglich, dass Personen im Homeoffice sitzen, während andere auch während einer Dienstreise mitarbeiten. Ja, Kollaboration ist also für Alex' Situation die geeignete Methode und bringt Alex einen großen Schritt weiter. Aber welche Möglichkeiten der Kollaboration gibt es nun, wenn man nicht in einem gemeinsamen Raum sitzen oder sitzen kann? Und welche Arten von Software sind in welchen Situationen die richtige Hilfe, um den Erfolg eines gemeinschaftlichen Projekts sicherzustellen? Wie kann Kollaboration in einem Online-Setting funktionieren? Die technischen Voraussetzungen für kollaboratives Arbeiten sind heutzutage keine Schwierigkeit mehr. Zu Beginn braucht es einmal eine schnelle und stabile Internetverbindung sowie funktionsfähige digitale Endgeräte und die benötigte Software. Diese Software muss auf den Zweck der kollaborativen Arbeit abgestimmt werden. Wenn man gemeinsam, ortsunabhängig und zur selben Zeit, aber auch zeitversetzt arbeitet, so braucht man kollaborative Dokumente in geteilten Anwendungen. Diese werden über Cloud-Dienste jederzeit und von überall aus gemeinsam bearbeitet. Für gemeinsames Brainstorming bieten sich digitale Mindmapping-Programme an. Auch hier kann zur selben Zeit, aber auch zeitversetzt daran gearbeitet werden. Je nach gewählten Tool und Sichtbarkeitsmodus ist nachvollziehbar, welche Gedankengänge von wem hinzugefügt wurden. Im Rahmen der Kollaboration muss auch die Bedeutung von regelmäßiger Kommunikation als Voraussetzung für die gemeinsame Arbeit in den Fokus gerückt werden. Instant Messaging Tools sind als Kommunikationsinstrumente für den raschen Austausch unumgänglich. Hier sollte klar festgelegt werden, welcher Dienst vom Team genutzt wird. Zusätzlich braucht es auch den regelmäßigen, geplanten und synchronen Austausch in der Gruppe. Dazu sollte ein entsprechendes Online-Meeting-Tool festgelegt werden. Um den laufenden Fortschritt jederzeit abrufen und alle Arbeitsschritte gut koordinieren zu können, verwenden Teams
Plattformen für Aufgaben und Projektmanagement. Hier kann man jederzeit einsehen, welche Aufgaben welcher Person mit Fälligkeitsdatum zugewiesen wurden. Aufgaben, die gerade in Bearbeitung oder bereits abgeschlossen sind, werden entsprechend kategorisiert. Daten können verlinkt oder Dateien unmittelbar an die Aufgabe angehängt werden. Mit der Kommentarfunktion können Personen direkt in der Aufgabe kommunizieren. Damit sind alle Informationen an einem Platz. Das vermindert die Arbeitsschritte und damit auch den Bedarf an Arbeitszeit. Digitale Tools unterstützen kollaboratives Arbeiten also nicht nur. Oft ermöglichen sie erst, von überall auf der Welt und zu jeder Zeit zusammenzuarbeiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand auf Dienstreise, im Homeoffice oder im Büro ist. Das klingt, als wäre kollaboratives Arbeiten der Schlüssel zum Erfolg. Aber ist das tatsächlich immer so? Oder gibt es auch Grenzen der Kollaboration? Es gibt Grenzen der Kollaboration. Die gesamte technische Infrastruktur ist sinnlos, wenn Teams diese nicht richtig nutzen. Wichtig ist deshalb, dass die Personen bereit sind, die Arbeitsform anzunehmen und sich darauf einzulassen. Kollaborative Tools dürfen nicht einfach nur eingeführt werden. Es braucht gezielte Vorbereitung und Schulung. Bei all den Vorteilen muss man genau überlegen, in welchen Bereichen es wirklich sinnvoll ist. Nicht für jede Aufgabe und jedes Projekt ist kollaboratives Arbeiten zwingend geeignet. Manchmal ist es unumgänglich, dass Teammitglieder in einem Raum miteinander arbeiten. Oder es kann sinnvoller sein, wenn Personen sich alleine um eine Aufgabe kümmern. Wir alles noch einmal kurz zusammen. Im Fall von Alex' Problem wäre es sinnvoll, mit kollaborativen Werkzeugen wie Cloud-Diensten, kollaborativen Dokumenten, Kommunikationswerkzeugen und Aufgabenmanagement zu arbeiten. Damit kann ortsunabhängig sowohl synchron, also gleichzeitig, aber auch zeitversetzt miteinander gearbeitet werden. Es braucht eine klare Kommunikation, um doppelte Bearbeitung, aber auch Nichterfüllung von Aufgaben zu vermeiden. Wird das alles gut vorbereitet und ein klarer Kommunikationsrahmen festgelegt, kann durch das Einbringen der Expertise mehrerer Personen ein qualitativ hochwertigeres Ergebnis erreicht werden. Alex hat also eine passende Lösung für die Situation gefunden.